Lorcards Vanilla Gaming. Mit der nächsten Runde zu Vampyr. In der letzten Session haben wir in Whitechapel die meisten Kranken geheilt. Trotzdem haben wir über Nacht quasi wieder die Information bekommen, dass weitere Erkrankungen passiert sind. Glücklicherweise ist aber der Status von kritisch auf bedenklich gegangen. Das heißt, wir gucken uns an, was wir haben. Und es ist zum Großteil Erschöpfung. Wir haben leider der Benjamin Palmer, der ist in diesem Neuralgie-Ast, also Kopf fängt mit Kopfschmerzen an, Migräne und dann Neuralgie. Das können wir noch gar nicht heilen. Das heißt, der würde jetzt erstmal so bleiben. Den haben wir letztes Mal nicht gefunden. Das heißt, wir haben jetzt die Erkältung, haben wir, glaube ich, noch als Heilmittel. Genau, gegen Erkältung. Den haben wir noch. Und wir brauchen dreimal Erschöpfung. Dann machen wir das nämlich auch gleich noch. Da haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass es noch ein bisschen höher geht. Weil wir wollen ja nicht, dass Whitechapel in feindlich ist. Vor allem da einer der wichtigsten Händler, den wir bisher gefunden haben, dort für uns Griffe verkauft im blauen Status. Und bis jetzt noch einmal einen gefunden. Das heißt, brauchen den Händler auf jeden Fall. So, gegen Erschöpfung. Dreimal. Material haben wir ja mehr als genug für das. Wir sind ja eh noch in der Nähe. Muss bloß mal überlegen, wo man da am geschicktesten runterspringt. Ich glaube, die seid ihr was. Achso, das ist wieder das Haus, wo ich nicht verstehe. Ja. Muss mal schnell gucken. Ne, wir laufen zum Krankenhaus zurück. Das wollen wir nicht. Also die Runde. Anscheinend war noch kein Respawn. Okay. Macht's einfach, dann können wir schnell die paar Kranken heilen. Den einen, den wir gerettet haben in der letzten Session, mal befragen. Vielleicht hat der irgendwas Spannendes zum Erzählen. The wet boots will be proud of me. So, schauen wir mal, wen haben wir? Den Joe und den Händler, die sind ja nah beieinander. Und den Priester. Gut. Alter. Bist du? Ach, der mit Allergie. Das ist der, den wir gerettet haben. Cool. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. Ja, nach deinen Erlebnissen? Ja. Tun wir dir erstmal helfen. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? Well, seen better days, that's for sure. But it was bound to happen with all these refugees about. Infecting you is probably the last thing on these people's minds. Take this, in any case. What? You give me this for free? Don't have a clue about this place, do you? Ach, mein, sag's einfach danke. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. So, den fragen wir jetzt einfach noch ein bisschen it's aus. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. Aber auch nur, wenn wir dir gerade geholfen haben.
What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. Nee. Geld wird zwar spannend, aber nein. If I were entering into the world of street medicine, it would be on my terms and without such dubious associates as yourself, Mr. Bates. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamberer's shit. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. Netter Kerl, netter Kerl. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Ja, es ist ein netter Kerl, ich mag dich gar nicht. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages, their appearance. Jesus, that made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Ja, was hast du da wirklich gemacht? Du hast dann einfach nur deine Mieter besucht. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing. But what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. Goodbye, Mr. Bates. Ah, das ist wirklich ein sehr netter Kerl. So, jetzt suchen wir mal die anderen drei. Ich glaube, das war da unten. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Do you need help, sir? To be honest, I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Please, take this. You'll feel better. Really? Free? Don't take it personally, but charity usually comes at a price. Human nature being what it is. Alles gut. Right then. Show me what you have. Ja, das sind genau diese Griffe. Wobei mir die im Blau noch wichtiger wären, aber er hat immerhin schon mal was. Vielleicht wird der Status auch besser, wenn wir den Distrikt wieder hochkriegen auf einen vernünftigen Level. You again? What do you want this time? Helfen, mein Freund. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. Alles gut. Haben wir da noch was rausgefunden? Nee. Goodbye, Mr. Peterson. So, und der Doktor, der Arzt, genau, nicht der Doktor, der Arzt.
Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. Der Priester, jetzt. Are you still lost in your rational delusions? Ach nein, nimm einfach Heilung. Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. Nimm's. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. I have heard enough for tonight. Goodbye. Tja, damit müssten wir jetzt eigentlich alle haben. Erholt sich, erholt sich, erholt sich, erholt sich. Super. Und den können wir, wie gesagt, nicht heilen. Sie ist immer noch vermisst, haben wir ja gefunden. Level 24 Skull jetzt. Müssen wir ein bisschen warten, dass wir die besiegen können. Und die beiden fehlen uns noch. Ja. Damit haben wir zumindest mal den Distrikt wieder leicht hochgebracht, denke ich. So, dann machen wir uns langsam mal auf die Rückreise. Ich wollte noch gucken, wo es da jetzt eigentlich genau hingeht. Was ist denn das? Das ist auch ein sicherer Platz, ne? It's locked. I cannot enter. Ah, okay. Ach, da kann man noch gar nicht hin. Ja, wir können doch über den Weg da rein. Aber eigentlich müssen wir erstmal da rein. Das heißt, wir gehen jetzt zum Hospital und beim Hospital biegen wir ab zum Friedhof. Das Hospital. Wie schaut es da eigentlich mit den Leuten aus? Kopfschmerzen, da können wir auch noch teilen. Distrikt haben wir noch gar nicht so wirklich angeschaut. Die Docks, dass wir bloß durchlaufen beim Flüchten. Na, jetzt machen wir erstmal im Friedhof. Da lang. Wollen wir hier schon? Ja, das waren die, die die Beobachter durchgeführt haben. Ja, hier waren wir schon. Ach, da fällt mir ein, wir müssten ja noch eine Untersuchung abschließen, indem wir mit der verrückten Vampirdame sprechen. Wo ist sie denn? Da läuft sie. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. I have made inquiries about the men who were tracking you, Miss Howcroft. I did not expect a mortal to have this sort of courage. Speak, Doctor. Why are they hunting me down? Ja, ich denke auch, das ist eher Missverständnis. It was a misunderstanding,
These hunters were in fact looking for a very different creature, but they mistakenly put their sights on you. I knew it. I have become undone. Those hunters have discovered me, but they don't know what I'm capable of. If you'll accept some advice from a petty mortal, I think you should assume a low profile and just quietly disappear into the shadows. You are right. And you have served me well, mortal. Take this as a reward for your time. Perhaps I will allow you to drink deep of my blood. One day. Thank you. I'll keep that proposition in mind. Aber wir haben keinen neuen. Nee. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Die Frage ist halt echt, wie wir in diesem Kopfschmerzenbereich endlich mal was finden. Ja. Egal, erstmal Friedhof. Meter. Wenn man wieder ein bisschen nach oben schaut, da sind diese Vampirfähigkeit da irgendwo hin, sich zu teleportieren, ist echt praktisch, aber ich übersehe es, glaube ich, meistens, dass ich es kann. Ah, so eine Ratte für zwischendurch. I can't believe I'm doing this. Da ist zum Beispiel wieder so Platz gerade gewesen. Verrückt, wo ich mich jetzt hin teleportiert? Ist eine Abkürzung zu irgendwas gewesen, oder? Zumindest haben wir keine Gegner da. Da kann ich mich auch wieder hoch teleportieren. Hier ist ja gar nichts. Voll leer. It's locked, all right. Super, was hat das jetzt gebracht? Ich kann jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wo bin ich denn? I cannot enter. Komisch. Echt viele Schleichwege hier drin. Da. Sorry. Würde mich echt interessieren, wo es dahin geht. Au, oh, das ist wieder so einer. Oh.
Ich muss den da hinten ausschalten, der nervt mich. So, jetzt haben wir zum Beispiel den. Gut. Au. So. Level 16 sind die schon. Oh. Ich glaube, ich kann wieder diese Super-Attacke machen. Okay, das ist gleich ganz verrissen. Okay, sehr krass. Der hat ja noch einen Soldat, okay. It's locked. Okay. Und da bin ich. Ist die Frage, gell? Ich wollte eigentlich zum Friedhof. Also da bin ich ja gerade. Genau. Das war der Weg, den ich gegangen bin. Also merken, unten Kanalisation, da gibt es wohl noch was. Ja, kurz gucken, wo sind wir? Wir sind wieder zum Krankenhausgang. Deswegen muss ich mal gerade sagen, das kommt irgendwie bekannt vor. mein Orientierungssinn in dem Spiel ist echt der Wahnsinn. Tja, jetzt aber. Ja, dann gehen wir gleich auf den, hm? Der hält zum Glück nicht viel aus, aber ist echt nervig. Sachen dabei haben. Die habe ich doch da. Da. Mit den abgegradeten Waffen ist es natürlich deutlich einfacher. Da wieder drüber springen. Dann gucken wir uns hier schnell um. Ach, die Weg, okay. Alles klar.
Der Friedhof. My dear sister, I don't know if I have the strength. Geil ist auf dem Friedhof. Oh, da sind ja gerade wenige, die hier rumgeistern. Warum machen die immer so viel Schaden? Ich hasse dich nicht. Wieso kannst du... Hä? Kann man den nicht betreuen oder was? Okay, der war jetzt einfach. Keine Gegner da. Ah. Ich hab einen Unterschlupf gefunden. It's locked, all right. Und ist das wahrscheinlich die Tür, die hier nicht aufgeht, oder? Ah, die war auch gesperrt, da kann ich mich dran erinnern. Okay. Ich hab glaube ich nichts zum Bauen. Sehr schön. Wieder ein Unterschlupf geöffnet. Voll, Ausdauer voll, Blut voll, Leben voll. Zwei, drei Stück. Ich finde es cool, dass die Axt mehrere treffen kann. Wir sind ja unterwegs zum Helfen. Viele Skull hier. Echt.
Da ist auch noch einer. Mal kurz die Map angucken. Wir irren hier quasi. Okay, wir sind immer noch im Gang, im Friedhof. Wir irren hier ein bisschen so durch die Gegend. Auch gut. Langsam kriegen wir Übungen. Oh. Ah. Hier. Hilfe. Oh, das sind viele. What do you want? Die drei auf einmal, cool. Hallo. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Xun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Was? Nach dem Friedhof? Ja, ich würde eigentlich wieder zurückgehen, aber gut. Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Okay. Deswegen. Was gibt's denn hier Tolles? It's locked. Was? It's locked. Carnage. Is Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder? Ah, stimmt. Wir haben noch die Untersuchung. This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Okay, hier ist echt eine Menge Holz, aber keine Schlüssel. Oh. It's locked. Wieso ist bei den vielen Toten keinen Schlüssel zu finden? Man kann aber hier nirgends interagieren. Schade. Hat sich rentiert, ein bisschen auf dem Friedhof rumzuschreien und wieder einen befreit. So. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles gecleant. Geht's weiter Richtung Quest. Genau, da sind wir raufgekommen. Ja, und so sind alle. Nehmen wir mal kurz die Karte. Ja, wir haben jetzt das alles gemacht. Das da. Wir sind anscheinend zu den Docks noch in Verbindung. Friedhof ist auch ein toller Platz für These Girls. Wahnsinn. Stereotypisch. Schau, das ist überraschend wenig gewesen für das, dass der Friedhof so voll war mit Skull. Ist hier quasi gar nichts. Hm. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. I have this thirst for blood. Ja, so eine kleine Ratte zwischendurch, ne? I can't believe I'm doing this.
I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Das ist aber nicht der Priester, den wir vorhin in Whitechapel gefunden hatten. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. Naja, wir sind zwar unsterblich, aber nicht unzerstörbar. How can I? I've destroyed my family. My poor mother. I can't even console her. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You've felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Weich dir abliegen. Ja, Schwester. Blöd gelaufen, würde ich sagen.
Ach so. Hä? Ach, jetzt müssen wir zu Whitechapel. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Das ist ja ein Distrikt, den wir noch gar nicht betreten hatten. Leichtes Blutserum. Eine Formel! Eine Formel. Muss man die heute suchen? Na, hoffentlich ist es endlich mal was, um weitere Serien zu machen. Unterschlupf gefahren. Die untersuchen jetzt gleich, das will ich wissen, was das ist. Und jetzt? Ja, ich kann jetzt. Oh, Spitze. Jetzt können wir alles heilen. Genau die richtige gefunden. Gehen wir wieder zurück, ich möchte ja den Distrikt nicht abkürzen. Sondern von da machen, wo ich angefangen habe. Okay, hier mal wieder die Typen, die Vampirjäger herumsausen. Das schaut aus, wie man es nehmen könnte. Sieg. Den Friedhof seitlich gucken, das ging, sah so aus, als ging es da ziemlich weit. Nein. Okay. It's locked. Wie ist es locked? Aha. Aha, ich muss da lang, okay. Ich kann nicht mehr auf den Weg zurück, wo ich kommen will. Getan ist. Wo kommt der jetzt? Schaden. Mhm.
Okay. Hui. Das waren viele. Sehr witziges Eckchen. Hey, wahrscheinlich ein bisschen rumtanzen können mit denen oben. Ah. Da der Typ drin. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Noch Bahnstufe 3? All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Wollte eigentlich doch noch mit dir sprechen. Na, wenigstens haben wir dir den Weg hier frei gemacht, ja? Wir brauchen unbedingt ein bisschen Blut. Ein einfacher Gegner, wäre gut. Das zielt es vielleicht nicht unbedingt auf einfach. Oh, ja, blöd. Die ultimative Fähigkeit ist lustig. Ja, das waren die zwei, die da geklopft haben. Ja. Die Frage ist bloß, wie komme ich mit dem dann ins Gespräch? Wenn der mich da nicht einlässt, da kann man auch. Achso, das ist mein Unterschlupf. Jetzt können wir mal gucken, wie es eigentlich ausschaut. Erholt sich, erholt sich, erholt sich. Mason Swanbrook. Das ist doch der, den wir gerade gefunden haben. Migräne, okay. Neuralgie. Dann machen wir mal schnell eine Migräne und Neuralgie. Vielleicht lässt er sich ja wenigstens heilen. Good evening, sir. It's me again. Leave me alone, I say, whoever you are. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Komisch. Na gut. Dann halt nicht. And off to church he goes. A newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Okay, this was strange. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Okay, strange. Geht da auch hoch?
ist nur einer. Können wir nicht die Hälfte ein bisschen Blut zu uns nehmen? Leider hat er uns wieder wehtan. Aber der Blutspiegel ist wieder okay. Achso, okay, da geht's in diesen Seitenweg und da geht's in den Hauptweg. Mhm. Die Ausdauer ist immer noch viel zu wenig, ja. Irgendwo müssen wir diese eine Tür noch freischalten können. Oh, das ist wieder so eine dicke Bestie. 16. Zum Glück ist die so langsam. Da gibt's einen Seitenmast. Wieder so viele. Aua. Ja, Wahnsinn, mach halt diesen. Ultimative Attacke angewandt. Sehr furchtbar. Wollschal. Ein schöner warmer Wollschal. Okay. Was auch immer. Ja, das war's jetzt irgendwie. Nix sonst hier. Nur dieser Rollschal. Na gut.
Auch recht. Please, sir. Can't leave. Watch yourselves! There's one of them! That's got her! Nicht nur Blut. Das ist schlecht. Ich kann das nicht heilen. Die kommen echt mit. Ohne Blutlevel ist echt anstrengend. Ich hätte gedacht, dass sie so lange mitlaufen. Sonst musst du immer gleich aufgeben. Da hinten kommt jetzt dann das große Tor, was man aufmachen kann. Und ich bin... Hä? Ach, hätte ich da schon längst lang können. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin, ja. Oder? Oder ist da die Tür? Kommt mal mit. Probieren wir mal was aus. Möchtest du mal sehen, wie er gegeneinander kämpft? Uff, das für einer, ja? Jetzt kämpfen sie schon gegeneinander. Den nehmen wir so schnell raus. So, wie steht's da unten? Cool. Das funktioniert ja tatsächlich und der hat alle ausgeschaltet. Okay. Häufig gibt es keinen Drops, Drops gibt es auch. Das ist ja ein Träumchen, wenn wir die gegeneinander jetzt kennen. Ah, au, au, ui. Okay. Ich wusste gerade, dass ihr das auch machen kann. Ah,
Oh nein, wir sind umgefallen. Oh nein, was passiert jetzt, wenn man tot ist? Achso, wir stehen gleich hier wieder auf, oder was? Hä? Tor 2. Und jetzt, ja? Aber es sind alle wieder respawned. Sowas auch. Na gut, wir sind ja ein Vampir, rein theoretisch sterben wir da nicht. Ja. Macht Sinn. Ja. Das ist ein Boss oder was? Der hat mich echt ziemlich arg zugerichtet. Oh, kommt schon. Dich. It's locked, all right. Okay. Mit dem finde ich lustig. Ja, aber das ist definitiv der Weg, wo wir normal schon unterwegs waren. Da sind solche Gegner. Boah, krass. Okay, es ist alles respawned scheinbar. CM Fancy Coves! Habe ich jetzt Inventar vielleicht verloren?
schaut alles gut aus. Komisch. Schaut fast so aus, als hätte es keine Auswirkung gehabt, umzufallen. Oh, das ist ein Boss. Mann. Ha, daneben gesprungen. Ha. Puh, jetzt müssen wir erstmal sammeln. Das war echt ein Boss. Und da geht's zum Blumenladen. Die Tür ist schon offen, okay. Anscheinend hat die das Event hier geöffnet. Sind wir tatsächlich das erste Mal umgekippt? Verrückte Sache. Wir sind an der Kirche. Wunderbar. Safe. Den Besoffenen? Oder welchen müssen wir dann eigentlich noch heilen und dann machen wir ein Päuschen? Wie gesagt. Ja, das ist der Besoffene. Boah, das war jetzt gerade ganz schön anstrengend. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Okay, I can try to help your body heal, sir.
But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Its effectiveness has been proven by many. Mit der mal reden? Ich glaube, das ist die Frau von dem Good evening, my dear colleague. Der nicht mit uns reden wollte. Nein. Nein. Goodbye, Miss Swanborough. Perhaps we'll talk again. So. Wo ist der nächste Unterschlupf für uns? Jetzt machen wir nämlich echt eine Pause. Hier gleich, ums Eck. Ah, müsste hier sein. Nee. Okay. Diese Richtung. Nee, also die Orientierung mit der Karte ist ganz schön schwierig. Da oben, ja. It's locked. Hut? Wie? Bin mir ziemlich sicher, dass ich da oben schon drin war. Dann nehmen wir halt den anderen Unterschlupf, der da auf den Weg kommt. Müsste irgendwo hier sein. Oh, hier war Respawn. Zerlegen, den wir so mit uns rumführen. Ja, analysieren können wir gar nichts. Ah, puh. Na, erstmal ein Nickerchen nehmen. Oh, 900 Erfahrung. Wir kriegen echt nicht viele Erfahrungspunkte. Kosten steigen massiv an. Ich glaube, das lassen wir auf dem Level 2 Level, das ist ganz okay. Mehr Leben? Mehr Leben. Sierra. Wir nutzen sie zwar noch nicht, aber wir müssen auch mal anfangen. Instant Heal.
Oh, so, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass der Distrikt sich jetzt auch wieder noch ein bisschen weiter erhöht. Ja. Alle viele geheilt. Super. Und wir gehen hoch. 73 immerhin. Spitze. Nur noch der mit Migräne, der wollte aber nicht mit uns sprechen. Wollte einfach nicht geheilt werden. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Servus.